Ja, Stefanie, es geht darum, du oder es geht darum, dich zurückzuführen in eine Zeit, als du dich noch richtig fit, vital gefühlt hast. Und ja, genauso wie du jetzt lachst, Ja, ich freue mich. in eine schöne Zeit, deine Jugend, deine Kindheit, egal, das kannst du selbst bestimmen. Und für mich wäre es jetzt hilfreich, wenn du mir ein bisschen was von dir erzählst. Ja, was möchtest du denn wissen? Gibt's da einen ganz besonderen Zeitabschnitt, nachdem du dich manchmal zurücksehnst? Oder manche Leute hören alte Lieder, ja, einen alten Schlager oder so, und dann sind die schwupp, direkt in diese Zeit wieder reinversetzt und spüren dann in der Regel auch, wie toll das war und wie fit sie sich dann gefühlt haben und so. Gibt es da so Erlebnisse Ja. bei dir auch? Ja, natürlich. Also klar, man denkt auch immer so die Zeit, die erste große Liebe oder so, wie man dann in Urlaub war, wie schön alles war. Diese Gedanken kommen schon manchmal, ne? Wenn man älter wird. Erste große Liebe, das sah schon mal gut aus. Deine erste große Liebe, das sah schon mal gut aus, wie du darauf reagiert hast. Am Anfang war es ganz gut, am Ende nicht. Ja. Aber die Zeit. Na gut. Okay, dann mach dir es bequem. Du kannst dich nach hinten, kannst dich anlehnen, und wenn deine Brille dich stört, die kannst du auch absetzen. Mach dir es ganz bequem. Dann find jetzt einfach mal eine Stellung, in der du dich für eine gewisse Zeit überhaupt nicht mehr bewegen brauchst. Vielleicht willst du deinen Kopf anlehnen, so dass dein ganzer Körper, dass du vollkommen gestützt bist und dass das ganze Gewicht deines Körpers deinem Sessel anvertrauen kannst und trotz allem stabil sitzt. Und du brauchst jetzt gar nichts weiter zu tun, als mir zuzuhören. Einfach beobachten, was meine Worte bei dir bewirken. Bisschen lauter bitte sprechen, weiß ja, dass ich schwer höre. Ja, gut, dass du das sagst. Ich nehme an, jetzt ist es schon viel besser, ne? Ja. Also einfach nur beobachten, was so in deinem Körper abgeht, dich entspannen, so gut wie du kannst. Ja, genau so. Und wenn du möchtest, kannst du deine Atmung beobachten, während du mir zuhörst. Und dann kann dir auch klar werden, dass du mit jedem Atemzug, mit jedem Einatmen noch mehr Ruhe aufnehmen kannst. Und dann mit jedem Ausatmen alles loslassen kannst, was du jetzt nicht mehr brauchst. Ja, so machst du das gut. Wir machen jetzt einfach eine kleine Reise durch deinen Körper. Da ist es egal, ob wir beim Kopf anfangen oder an den Füßen. Ich fange gerne an den Füßen an, sodass die Füße ganz locker und entspannt sein können. Wenn du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit hinunter in deine Füße gehst, kannst du mal da rein spüren in die Füße und in die Unterschenkel und kannst dort mal ganz gezielt, ganz bewusst Muskeln lockern, lösen. Ja, wo das sich alles ganz locker und gelöst anfühlt. Und weiter hinauf in die Oberschenkel. Und du weißt, in den Oberschenkeln sind noch viel, viel mehr Muskeln. Da gibt es ganz viel zum Loslassen, zum Gehen lassen. Einfach
Die Muskeln in deinen Oberschenkel lösen, lockern, ja, so ist gut. Sodass nur noch die Muskeln arbeiten, die dich da im Sessel aufrecht halten. Alles andere kannst du lockern, lösen. Weiter hinauf ins Becken. Und auch da jeden einzelnen Muskel lockern, lösen und mit jedem Ausatmen noch mehr loslassen. Ja. Und weiter hinauf in deinen Bauch. Und dort spürst du ganz deutlich das Heben und Senken deines Bauches mit jedem Atemzug. Und auch dort alle Muskeln lösen, lockern. Prima. Und weiter hinauf in die Brust. Und auch dort jeden einzelnen Muskel lockern, lösen. Doch hier spürst du wieder das Heben und Senken deiner Atmung. Ja, alles loslassen, was du nicht mehr brauchst. Doch hier jeden einzelnen Muskel lockern, lösen. Deine Arme rechts und links neben dir ganz locker, ganz gelöst. Die Arme ganz locker, ganz gelöst. Der Hals, der Nacken. Ja, der Nacken ganz locker, ganz gelöst. Wunderbar. Auch in deinem Gesicht kannst du jeden einzelnen Muskel lösen, lockern. Der Unterkiefer ganz locker, völlig gelöst. Die Wangen ganz locker gelöst. Und die Stirn. Jeden einzelnen Muskel deiner Stirn loslassen. Ja, genauso einfach loslassen. So ist es gut. Und du kannst das ganze Gewicht deines Körpers der Unterlage anvertrauen. In die Unterlage einsinken lassen. Jetzt. Wenn du mit deiner Aufmerksamkeit deinen Rücken überprüfst, spürst du ganz deutlich, wo dein Rücken die Sessellehne berührt. Oder deine Augen spürst ganz deutlich, wie fest deine Augen geschlossen sind. Ja, mach dir es richtig bequem, sodass du jetzt oder in einer Weile noch etwas tiefer sinken kannst. Noch etwas tiefer sinken. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in diesem Zustand spielen Raum und Zeit keine Rolle. Du kannst jetzt zum Beispiel in der Zeit zurückkehren, einen schönen, angenehmen Tag irgendwo dort in deiner Vergangenheit. Dann lass dich einfach überraschen, wo es sich hinzieht.
In welchem Ort, in welcher Zeit, wo wirklich alles ganz toll und schön war. Wo du dich so richtig lebendig gefühlt hast. Es braucht nur ein Moment zu sein, nur ein ganz bestimmter Moment, in dem du dann verweilen kannst. Und diese guten Gefühle wieder spüren kannst, fühlen kannst. Vielleicht kannst du sogar beobachten, was dort so schön, so angenehm war. Ja, genau so. Dann kannst du noch tiefer in dich hineingehen, noch mehr loslassen, um alles noch lebendiger, noch realer wahrzunehmen. Nur das Gute, nur das Schöne, das wirklich Angenehme spüren, fühlen, empfinden. Einfach genießen, was da jetzt ist. Einfach genießen und wohlfühlen. Ja, und jetzt kommst du immer mehr und mehr in dieses Erlebnis hinein. Kannst beobachten, wie sich die guten Gefühle immer mehr in deinem Körper ausbreiten und überrascht sein, was diese guten Gefühle in dir hinterlassen. Aber irgendetwas in dir kennt Situationen, die noch schöner waren, die noch intensiver waren. Situationen, die lustig waren, in denen du völlig ausgelassen warst. Ja, so ist gut. Geh ruhig noch tiefer rein, lass noch mehr zu. Und wenn du möchtest, kannst du diese Situation noch intensiver spüren, fühlen, erleben. Und du kannst sie auch so erleben, als sei dir alles erlaubt gewesen. Ja, genauso. Dann genieß dieses Gefühl und lass es sich ausbreiten. Lass es sich abspeichern in jeder einzelnen Zelle und beobachte, wie das deinen Körper verjüngt, vitalisiert und gut tut.
Und es gibt noch andere Situationen. Eine ganz bestimmte, in der du richtig glückselig warst, in der du ganz, ganz tiefes Glück empfunden hast. Schon fast eine heilige Situation. Dass du vollkommen eins mit dir warst, vollkommen heil warst. Lass dir Zeit, genieße es. Beobachte, wie du durch das Genießen immer tiefer und tiefer eintauchst in diese Situation. Und während du das genießt, gibt es einen ganz bestimmten Teil von dir, der all diese guten Gefühle abspeichert, in jeder Zelle verankert. So stark, dass du jederzeit zurückfinden kannst in dieses Gutfühlen, in diese Unbeschwertheit. Du machst es sehr, sehr gut. Und jetzt möchte ich, dass du für dich selbst eine Situation findest, die genauso ist, wie du das immer erwünscht hast. Nur für dich ganz allein. Und wenn es sein muss, kannst du ruhig nachhelfen, kannst das alles so ausgestalten, dass es wirklich genau so ist, wie du es immer ersehnt hast. Nimm dir Zeit. Und als du das tust, dann wird dir klar, dass du deine Gefühle wie ein Kompass benutzen kannst. Immer wenn es sich gut anfühlt, dann stimmt die Richtung. Wenn es sich weniger gut anfühlt, dann korrigierst du einfach deinen Kurs. Lass dich einfach anziehen von guten Gefühlen. Und dir kann schon jetzt bewusst werden, dass gute Gefühle unabhängig von der Außenwelt in dir entstehen. Dass es keinen besonderen Grund benötigt, sich gut zu fühlen. Dass es einfach nur eine Entscheidung ist, sich gut zu fühlen, glücklich zu sein. Nun wähle für dich
eine der Situationen, die du ausgesucht hast, oder alle, und deinen eigenen Weg jederzeit dorthin zurückzufinden. Es gibt keine besonderen Bedingungen zu erfüllen. Du musst nicht einmal dieses Gefühl verankern, einfach nur dich dazu entscheiden, dich gut zu fühlen. Alles andere passiert ganz von allein. Aber was wir jetzt machen wollen, ist uns vorbereiten, zurückzukommen und so viel, wie es nur irgendwie möglich ist, mitzubringen von diesen guten Gefühlen, sodass du nachher, wenn du deine Augen öffnest, richtig strahlst, diese guten Gefühle ausstrahlst. Meterweit strahlst, dass Leute, die in deiner Nähe sind, sich automatisch mitgerissen werden und auch gut fühlen. Ja, genau so. Meterweit gute Gefühle ausstrahlen. Mit einem Lächeln im Gesicht. Und dann versprich dir selbst, ab jetzt wachsam zu sein, achtsam zu sein und dich immer öfters an die guten Gefühle, an das Glück erinnern, das du erleben kannst. Das du ausstrahlen kannst. Dann bereite dich darauf vor, mit all den guten Gefühlen zurückzukommen. Auf eine Art und Weise, dass sie dir erhalten bleiben. Und da kannst du deinem Unbewussten vertrauen, das am besten weiß, wie das geschieht. Konzentriere dich nun einfach wieder auf deine Atmung und ich zähle nun einfach von 1 bis 7 und du spürst, wie du mit jeder Zahl wacher und munterer wirst und kannst überrascht sein, wie klar und frei dein Kopf nachher ist, sobald du deine Augen geöffnet hast. 1, atme mal tief ein. Und 2, bring die guten Gefühle mit, die Vorfreude. Ja, so ist es gut. Und 3, beweg die Arme und die Beine ein bisschen. 4. Und lass die Augen noch geschlossen. 5. Denk an die guten Gefühle. 6. Nochmal ganz tief einatmen und die Klarheit und Frische in deinem Kopf spüren. Und 7. Augen auf, du bist wieder im Hier und Jetzt und fühlst dich so richtig wohl. Alle Falten sind verschwunden. Gut. So, alles klar bei dir? Ja, ich habe mich gewundert, dass du mir keine Fragen gestellt hast, die ich beantworten sollte. Soll ich dir ein paar stellen? Von mir aus, also ja, Wie hast du dich? da habe ich mich gewundert, ne? Ja. Wie hast du dich denn gefühlt? Also manchmal kamen gleich die guten Gefühle. Als ich dann noch tiefer gehen sollte, da war erstmal, also wo du gesagt hast, eine Situation, die so sensationell war, da habe ich gedacht, ach, das gibt es ja gar nicht bei mir, ne?
habe ich dann so gedacht. Hm. Weil es nicht vieles so schön war. Aber dann kamen trotzdem tatsächlich so kleine Situationen, die sehr lustig und schön waren, auch in der Kindheit. Gut, man sieht ja an, dass sich da was tut, dass da was arbeitet. Aber du kannst doch auch deine Kameraden machen, oder? Stimmt, Ich, mache so ich habe ich jetzt das dann. Gefühl, ich spreche nur mit mir selber. Nein, ich Weil bin ich jetzt mich wieder da. sehe. Ja, lass dich einfach überraschen, was sich die nächsten Tage so tut. Eben kam gerade so ein kleiner Anflug von irgendwas. Was war das? Also es kam so, ja, es war interessant. Also es kamen so mehrere Erinnerungen immer wieder, wo ich mich zum Beispiel, wo erstmal als Jugendliche habe ich Theater gespielt oder auch in der Schule. Und so Situationen, wo ich mutig war und lustig war. Die waren einfach total schön, wo ich auf der Bühne stand und alle also mir zugejubelt hatten. In der Zeit damals 87, 88, da war Dirty Dancing, was ja jetzt wieder voll in ist. Und ich habe das immer so gerne getanzt und da haben alle gesagt, ja, yeah, jetzt Lemke, hier, nimm mal den Wolli zur Hand, unseren Mathelehrer. Und den habe ich dann mit zur Bühne gezerrt und alle haben gegrölt und geklatscht. Und das war einfach total schön und lustig. Solche Situationen. Gut, und spürst du jetzt noch was von den guten Gefühlen? Beleg dir gut, was du sagst. Kam so eine Kindheitserinnerung, ich mich. Oh, meine Internetverbindung steht jetzt instabil. Hörst du mich überhaupt noch? Es kann sein, dass es auch mal weggeht. Ich hoffe, Ja, dass das bleibt. es wird immer schlechter, ja. Oh. Immer noch? Vielleicht? Erzähl mal weiter, ich sag's, wenn's. Okay, also dann kam ja eine Situation, da sollte ich noch tiefer gehen. Und dann habe ich mich auf einmal gesehen als Kind. War ich vielleicht 5 Jahre oder 6 Jahre? Ich habe mich immer gerne verkleidet, habe immer so gerne ja, mich verkleidet und meine Schwester so ein bisschen veräppelt. Dann habe ich gesagt, ich heiße Sandra, die Steffi ist heute nicht da, ich wollte dir mal meine Wohnung zeigen. Und wir sind dann so die Straße runtergegangen, da habe ich ein paar Spielsachen mitgenommen, habe gedacht, so, das ist meine Wohnung. Und das war einfach so eine total schöne, lebendige Situation. Weil meistens habe ich mich nicht gut verstanden mit meiner Schwester, aber das waren so ein paar Sachen, die richtig schön und lustig waren. Gut. Okay. Gibt das sonst noch irgendwas zu sagen? Ja, davor, also am Anfang hatte ich mich erstmal gesehen, so ja, mit meinem ersten Freund in Spanien. Am Swimmingpool und so, das war auch, waren viele schöne, so kleine, schöne Situationen. Und das andere war dann schon bis zur Kindheit so ein bisschen weg. Gut, willst du noch was sagen? Jetzt im Moment fällt mir nichts ein. Wir können ja in einer der nächsten Zoom-Sitzungen, kannst du dir mal erzählen, was ich jetzt in den Stunden danach noch, was dir danach noch auffällt. Also ich hatte das Gefühl, so lange brauchte ich mich gar nicht entspannen, weil ich gleich so in diese Bilder kam. Das ging eigentlich ganz, das geht eigentlich ganz schnell bei mir, sowas, dass ich visuell veranlagt bin. Ach so, ja, was mir noch einfällt, auch wo du gesagt hattest dann, dass es gar keinen Grund unbedingt geben muss, dass es eine Entscheidung ist, glücklich zu sein oder so ähnlich hattest du es formuliert. Das empfinde ich ja genauso. Und dann kam auch so ein ganz kurzer Moment, da habe ich mich auch malen gesehen. Und immer wenn ich male, bin ich auch glücklich, ohne dass es eigentlich einen
irgendeinen Auslöser geben muss. Oder ich kann auch manchmal, eigentlich kann ich gut alleine sein, wo man möchte es halt nicht immer, aber ich kann gut alleine sein und wenn ich mich beschäftige, geht es mir dann meistens auch sehr gut. Da fehlt mir dann nicht, wenn ich male oder was lese oder ja, solche Dinge, ne? Gut. Willst du jetzt im Anschluss nochmal mit jemandem eine Sitzung machen, wenn ihr in die Räume reingeht? Mir ist das ein bisschen viel heute, weil es mir auch körperlich nicht so ganz gut geht. Seit ein paar Tagen mir das einfach ein bisschen viel heute. Friedbert, möchtest du erstmal eben die Aufnahme auf Stopp machen, damit nur das Mittelstück nachher öffentlich ist? Alles klar, dann mache ich mal die Aufnahme.